Moin moin Leute, mein Name ist Rephaser und im heutigen Xenoverse 2 Video geht es um das kostenlose DLC 4 Update. Für diejenigen von euch, die es nicht wissen, am 22. Juni wird es wieder einen Stream von Bandai Namco geben, wo sie die ganzen Inhalte live vorstellen und bekannte amerikanische YouTuber wie Rhymestyle, wie wie Afro Senju oder auch Jadentastic werden bei diesem Stream dabei sein, das ganze Spiel ein bisschen spielen und uns zeigen, und ich glaube Omega Pro zum Beispiel auch, haben sie bei den letzten zwei Updates auch gemacht, und genau deswegen kann man davon ausgehen, dass am darauffolgenden Dienstag, was, wenn ich mich nicht irre, der 27. ist, genau so ist es, ich habe gerade nachgeschaut, wird das DLC, ich würde sagen, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit erscheinen. Warum? Einfacher Nummer, in den letzten Streams, die Bandai Namco gemacht hat, war das immer so, sie haben die YouTuber eingeladen und am darauffolgenden Dienstag haben sie die ganzen DLCs dann auch veröffentlicht. Also, wie wir von vornherein gedacht haben, es kommt eher gegen Ende Juni. Aber Titel ist ja nicht einfach nur DLC 4, sondern auch Pre-DLC 4 Inhalte. Was bedeutet das? Es gibt ja kostenlose und kostenpflichtige Updates bei den DLCs in Xenoverse 2, und den kostenpflichtigen habe ich euch schon ein bisschen näher erläutert. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung oder sucht einfach im Channel davon oder danach. Um das ganz kurz zusammenzufassen, es gibt zwei neuere Charaktere, das ist um einen Majin Zamasu und zum anderen Super Saiyan God, Super Saiyan Vegito oder auch Vegito Blue, wie wir ihn kennen. Es gibt einen New Story Arc, Warrior of Hope Arc. Es gibt eine neue Map und das ist Demolish Future, also die zerstörte Zukunft von Future Trunks. Es wird drei neue Parallel Quests geben, es wird fünf neue Fähigkeiten geben, es wird zwei neue Kostüme geben, und wie wir wissen, ist eins davon das Super Saiyajin 4 Kostüm, und es gibt fünf neue Super Souls. Was genau die Techniken und die Super Souls und so weiter sind, das steht leider nicht in diesem Scan, den wir bekommen haben. Was wir aber auch wissen, es wird auch einen Mentor geben, und zwar Zamasu. Der normale Zamasu wird euch seine Fähigkeiten, die er in DLC 3 reingebracht hat, beibringen können. Und man geht davon aus, das wird auch in dem Paid-DLC sein, auch wenn es in diesem Scan nicht steht. Warum? Ganz einfache Nummer. Zamasu als Charakter ist eigentlich auch nur für Paid-DLC-Spieler erhältlich. Auf jeden Fall wissen wir jetzt aber neue Sachen zu dem kostenlosen Update. Es wird Anzüge und Anzüge und Anzüge geben und noch ein bisschen was anderes, was ich sehr, sehr cool finde. Also, was bekommt ihr für Anzüge? Und das ist schon mal sehr, sehr interessant. Ihr bekommt einen Wehraffen-Anzug und einen Wehraffen-Schwanz. Das Ganze ist tatsächlich so, dass man irgendwie wahrscheinlich als Mini-Wehraffe rumläuft, was ich sehr cool finde. Alle Anzüge, die ich jetzt benenne, werden im ZP-Shop erhältlich sein. Also schon mal ZP-Medaillen farmen. Es wird tatsächlich den Saiyajin-Affenschwanz einzeln als Zubehör geben. Das heißt, man wird nicht unbedingt die Hose von dem Super Saiyajin 4 Anzug nehmen müssen, sondern wir bekommen den. Dann gibt es noch den Anzug von Yajirobe. Und was sehr cool ist, es gibt den Majin-Zeichen für Erdlinge. Das verstehe ich zwar nicht ganz, warum es nur für Erdlinge ist, aber wir bekommen unser Majin-Zeichen, was wir uns schön auf die Stirn draufknallen können mit dem dicken M. Finde ich eine sehr coole Sache, werde ich mir definitiv holen. Und allein dafür level ich mir gerade auch schon einen männlichen Erdling hoch. Ich habe schon einen weiblichen Erdling. Und es gibt drei neue Presets. Presets sind ja, wenn ihr L1 und R1 bei der Charakterauswahl klickt, um die anderen Charaktere auszuwählen, habt ihr immer diese Voreinstellungen. Zum einen habt ihr einen bestimmten Outfit und einen bestimmten Skillset, womit ihr dann hin und her wechseln könnt. Und es wird drei neue geben. Einmal für Future Trunks, und da wissen wir ja, das wird wahrscheinlich mit der Verwandlung Rage Super Saiyajin oder wie sie auch immer heißt sein, und sehr wahrscheinlich wird auch sein neuer Ulti dabei sein, also dieses, wie nennen sie es? Ich glaube, die nennen das Sword of Hope oder ähnliches. Dann wird es auch einen Pre-Sword-Kostüm für Super Saiyan God, Super Saiyan Goku und Vegeta geben. Bedeutet, dass sie ihre normalen Anzüge bekommen und hoffentlich sich auch verwandeln können. Das wissen wir aber noch nicht, denn dort steht nicht, was genau dabei ist. Aber drei neue Presets, drei neue Kostüme von den drei Charakteren halt aus dem Future Trunks Art. Es gibt insgesamt für den kostenlosen Update auch fünf neue Fähigkeiten. Welche das sind, bin ich sehr gespannt. Ich gehe davon aus, dass es tatsächlich ein paar Fähigkeiten von Trunks sind, vielleicht die neue dazugekommen sind. Und es wird auch zwei neue Raid-Bosse geben, einmal Future Trunks selbst und einmal Bojack. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, es ist ziemlich interessant und wir wissen noch nicht alles hundertprozentig. Also, es gibt kostenlos einiges dazu und es gibt auch in DLC 4 einiges. Ich glaube, DLC 4 wird sich lohnen, genauso wie DLC 3. DLC 3 war für mich das beste DLC, und ich hoffe, dass sie mit DLC 4 nochmal einen oben draufsetzen. Das heißt, wenn ihr euch überlegt, ob ihr euch den DLC kaufen solltet, wartet ruhig jetzt natürlich noch eine Woche, dann kann man sich die Inhalte genau anschauen. Ich werde es mir definitiv kaufen und dann hier natürlich wie gewohnt auch in dem Channel ein bisschen vorstellen.
Am Ende noch ein paar Worte, wir wissen noch nicht, ob es weitere DLCs geben wird. Offiziell ist es ja so, Season Pass hat von vornherein angesagt, wir unterstützen die 4 angekündigten DLCs. Das hier wäre somit der letzte offizielle DLC aus dem Season Pass. Heißt das, dass wir keine DLCs mehr bekommen? Da gehe ich nicht von aus. Das Spiel ist gerade mal ein halbes Jahr raus. Sie haben angegeben, sie werden das Spiel mindestens ein Jahr komplett supporten. Das heißt, wir können uns so durchaus darauf einstellen, dass es noch vielleicht ein oder zwei weitere DLCs geben wird. Aber ihr müsst Bescheid wissen, diese sind nicht im Season Pass enthalten. Und sobald es dazu wirklich offizielle Informationen gibt, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und Meinungen. Schreibt unten rein, was ihr am geilsten findet von den ganzen DLC-Sachen. Ob ihr sagt, ja, der Free-DLC hört sich richtig gut an. Freut ihr euch, dass ihr die Wehraffenschwänze bekommt? Freut ihr euch, dass ihr die Margin-Marks bekommt für eure Stirn? Und werdet ihr euch DLC 4 kaufen oder nicht? Schreibt alles gerne unten rein. Und ihr könnt natürlich gerne euch mein letztes hochgeladenes Video, die Xenoverse 2-Playlist, anschauen. Oder mich auch selbstverständlich abonnieren, falls ihr auf Anime, Fighting Games und Anime Games steht.